Jeder, der schon mal C-Sharp programmiert hat, hat auch Indexer benutzt. Das kennen wir von Arrays, bei denen wir an der Stelle 5 zum Beispiel zugreifen, oder auch beim Dictionary, bei dem wir über den Key zugreifen, welcher Datentyp das auch immer ist. Und solche Indexer kann man auch bei eigenen Klassen bauen. Und wie? Das schauen wir uns jetzt an. Also, machen wir mal ein kleines Beispiel mit der Klasse Person. Und die Klasse Person besteht aus einem First Name, einem Middle Name und einem Last Name. Also Public String First Name, Public String Last Name und Public String Middle Name. So. Hier überall das Fragezeichen dazu, damit die Warnings weggehen, und dann machen wir uns jetzt hier einen Indexer. Der Index ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu einem Property. Wir haben hier ein Public String Fragezeichen und nun heißt das Property halt this. Ja, das kennen wir ja, referenziert immer auf die eigene Klasse. Und bevor wir das jetzt schreiben, machen wir hier noch ein Enum rein. Public Enum Prop, welches Property das wir gerne hätten oder Property Type das wir gerne hätten. Und jetzt wollen wir mit diesem Property Type wollen wir zugreifen. Also wir haben hier den Property Type und sagen, okay, einen Getter, wenn wir lesen, darauf zugreifen. Je nachdem, welchen Wert wir hier haben, ob wir hier First Name haben, dann geben wir den First Name zurück. Wenn wir Middle Name haben, geben wir den Middle Name zurück. Wenn wir Last Name haben, geben wir Last Name zurück. Und ansonsten geben wir Null zurück. Und im Setter das gleiche. Je nachdem, welcher Wert im Indexer kommt vom Enum, wird ein anderes Property gesetzt. Ja, wie verwenden wir das? Ganz normal. Wir machen ein Objekt Person. Person P. Mit First Name. Ja, John F. Kennedy. Und jetzt sagen wir String Middle Name ist gleich P an der Stelle Person Property Type Punkt Middle Name. So, Warnung kommt nur, weil wir vielleicht Null zurückliefern. Also, wir haben auch hier den Indexer selbst gebaut und haben als Datentyp, der übergeben wird, dieses Enum verwendet und geben zurück einen String. Gut, die Auswahl von Properties ist eher, wie sage ich mal, unüblich. Meistens hat man was anderes, meistens hat man irgendeine eigene Art von Collection, irgendwas, wo wir Elemente dabei haben oder historische Werte. Das heißt, normalerweise haben wir irgendwas mit My Collection und diese hat Int Array Items und über den Indexer wird Int Index zum Beispiel lesend auf Items an der Stelle Index zugegriffen. Dann haben wir hier in dieser Collection so eine Art, ja, ich hätte gerne ein Array, das sich verhält wie ein Array in diesem Fall, wo ich auch über den Index drauf zugreifen kann, in diesem Fall nur lesend. Ja. Ich habe hier nur den Getter gebaut, ansonsten bräuchte ich dieses Get und Set natürlich, wie bei normalen Objekten auch. Ja, und dann habe ich My Collection, Collection ist My Collection, dann kann ich sagen Collection an der Stelle 42 und könnte diesen Wert entsprechend auslesen. Weil ist gleich. Ja, mehr ist es nicht. Also ein Indexer, könnte man sagen, ist fast sowas wie ein Property, nur mit dem bestimmten Schlüsselwort this anstatt des Namens des Properties. Was ein Indexer nicht sein kann, er kann nicht statisch sein. Aber ich glaube, das sagt das this schon aus. Dann viel Spaß beim Verwenden.